festhalten. Es gibt eine ziemlich kurze Fahrt. Kann das Teil denn nicht schneller fahren? Ach du Scheiße! Was sind das denn für welche? Oh oh! Aha. Wie denn? Und jetzt? Aha! Bam! Wunderbar! Aha! Mach dich runter! Weg mit dir! So viel zum Thema unfertige Strecke. Schieß! Oh. Sympathisch. Oh oh. Hallo, ich hab doch gedrückt. Und damit war er weg. Und schon kommt der nächste. Na super. Runter mit dir. Das war knapp. Schlecht? Okay, mein Schatz. Wir sind in Sicherheit. Raus, raus hier sofort. Oh. Festhalten. Oh je. Das sieht nicht gut aus. Na, das nenne ich doch mal Glück. Komm, Uschi, stell dich nicht so an. Wir haben keine Zeit. Du könntest sie auch einfach mal hochziehen, Mensch. In Ordnung, Schatz. Ich hab dich. Na, dann ist er gut. Ich hab dich. Yoda! Sie haben sie gefunden! Na endlich! Den letzten Augenblick! Danke! Du! Ihr kennt euch? Und jetzt? Jetzt machen wir eine kleine Spritztour. Einmal und nie wieder! Wilde Fahrt, neue Errungenschaft, wunderbar. Wie haben Sie diese Viecher genannt, die Sie gejagt haben? Carrerasaurier? Hererasaurus aus dem Trias. Nachdem wir sie gezüchtet haben, konnten wir sie leicht als frühe Theropoden einordnen. Oh klar, frühe Theropoden. Das habe ich doch schon immer gesagt. Stimmt's, Oscar? Wo ist Danny? Oh, Decaf. Decaf! Oh. Du schaust im Heli. Ich überprüfe die Umgebung. Nicht weg. Das werden sie ganz bestimmt vorhaben. So, damit ist Nima schon mal versorgt. HU-121? Hm? So einen habe ich ja so lange nicht mehr gesehen. Woher kennen sich die beiden, ist die Frage. Mann, neuer Pilot ist so ein Chaot. Halt bloß die Klappe. Denk nicht mal dran. Wieso liegt die Waffe da einfach so rum? Dennis. Und sie klemmt. Aha, na dann. So, Billy, wollen wir uns mal umschauen? Oh. Oscar! Das sieht eher weniger gut Mir aus. Mir gefällt das hier alles nicht, Alter. Die Kiffs Waffe klemmt. Da drüben ist eine Blutspur. Und er lässt nie seinen Helm einfach so rumliegen. Nie!
Decaf wird vermisst. Vermisst? Vermisst? Auf keinen Fall. Er sollte beim Hubschrauber bleiben. Er muss irgendwo in der Nähe sein. Das war irgendwie komisch übersetzt, fürchte ich. Aber naja, was soll's. Billy! Hörst du das? Wir haben die Bravo schon... T-Rex! Billy! Oh nein. Wir hauen nicht ohne Decaf ab. Ich lasse nicht zu, dass das ein zweites Nicaragua wird. Rührt euch! Wir haben hier ein Problem. Bitte nicht das, was ich denke. Oh, ich fürchte, es ist genau das. Kommen die Kompis mit? Oskar, ich hab keinen Saft. Bin dran. Na super, hier, dann mal hier unten aufheben. Wir gucken uns später an, was es sonst noch so gibt. Ich denke mal, wir haben trotzdem genug Zeit jetzt, auch wenn wir es schon poltern hören. Aber ich meine, den T-Rex, den hört man ja ewig weit. Ach so. Ich verstehe, es gibt drei Batterien und eine davon funktioniert bloß, oder was? Dann wieder rein damit, los. Da müssen wir halt mal testen, ob sie funktioniert und, oder nicht. So, einmal probieren bitte. Ach. Geht's? Versuch's jetzt! Los geht's. Die Batterie reagiert nicht. Wir haben eine andere. Warum nur war das zu befürchten? Hast du das gesehen, Oskar? Das gefällt mir überhaupt nicht. Mach schneller! Hey, ja klar, gerne. Komm raus damit. Oh Mann. Rein mit der mittleren. Los! Ich bin ehrlich gesagt nicht scharf drauf, auf den T-Rex zu treffen. Und wieder gedrückt, was auch immer das darstellen soll, ich weiß es nicht. Versuch's jetzt! So, und wieder hier. Wenn du eine zweite hast, versuch's mit der! Das war schon die zweite, du Horst. Okay, dann kann es ja bloß noch die dritte sein, oder es geht gar keine hier. Das wäre natürlich dämlich. So. Aber wir gönnen uns mal die kurze Pause. Ach nein, wir können bloß die beiden... Aha, alles klar. Na, dann gehen wir wieder zu Oskar. Könntet ihr mich bitte zu Oskar lassen? Da gehen wir eben erstmal zu Billy und wieder zu Oskar zurück. So, jetzt aber Batterie 3, los! Okay, na toll! Wir müssen hier weg, und zwar jetzt! Ich weiß, ich arbeite dran! Ich glaube, es funktioniert immer als die dritte, oder ich weiß es nicht. Los! Ich habe keine Lust, den zu treffen. Versuch's jetzt! Okay, dann go! Jawoll! Und jetzt so schnell wie möglich weg hier. Oh, scheiße! Hallo! Und los geht's! Oh, komm, ab, ab, ab! Jawoll! Oh! Wie wär's, wenn du einfach erstmal wegfliegst? Puh. Gut, damit kann uns der T-Rex jetzt schon mal nicht mehr aufstören. Es sei denn, er stellt sich total dumm an, aber es sieht gut aus. Glück gehabt. Okay. Zurück in der Luft und damit sind wir doch in Sicherheit, deine oder? Gefickte Diebe. Kriegst du auch Hans Helen auf? Warum sollte sie? Wer ist noch übrig? Dr. Sorkin und ihr Assistent. Danach machen wir den Abflug. Was ist mit Decaf? Decaf ist tot. Oh Mann. Ich finde ihre Tattoos gut. Warum erzählst du ihr nicht, was deine Tätowierungen bedeuten? Was bedeuten sie denn? Die Grabsteine stehen für die Tätowierungen. Hey, kommt schon. Ja. Es war ein langer Tag und wir sind alle ein bisschen angespannt. Reißt euch zusammen, Leute. Ich habe keine Angst vor euch. Ich? Naja, ich bin selbst eher ein netter Typ. Aber Oskar. Gut, mal kurz so als Frage, warum zur Hölle sollte Jess die Handschellen von Nima aufmachen? Ich meine,
Nima hat die ganze Zeit mit ihrer dummen Waffe die beiden bedroht und wollte die durch den Dschungel jagen, und Billy und Oscar haben die jetzt gerade gerettet, während sie nur irgendwie zum Kran laufen wollte oder irgendwie sowas. Und mal so ganz nebenbei bemerkt, der rechte Arm, der ist noch komplett frei, also da ist noch Platz für ein paar Teammitglieder, die man verlieren kann. Ich habe schon gesehen, wie Oscar jemandem aus einem geringeren Ort Zähne eingeschlagen hat. Und mit Zähne meine ich Gesicht. Lass dich nicht täuschen. Du bist hier umgeben von Killern. Hier ist es nicht sicherer als im Dschungel. Du bist umgeben von Killern! Yeah! Hast du noch mehr Beweise dafür, dass diese Kerle irre sind? Das ist ihr Leben. Sie verletzen andere und reißen dann Witze darüber. Apropos Witze, genau. Apropos Witze. Oscar, erzähl dir den mit dem Priester, der Stripperin und dem Eimer von Frösche. Pass gut auf! So benehmen sich Männer, wenn ihnen der Mut fehlt, sich selbst ins Gesicht zu sauen. Falsch! Ich schau mir gerne ins Gesicht. Wer würde das nicht bei diesem Prachtexemplar? Komisch, dass du überhaupt was siehst, wo dein Kopf doch so tief in... Das reicht jetzt! Oh, Junge! Was willst du denn machen, mich töten? Das hast du ja eh schon mal gemacht. Du bist verrückt! Aha. Lass mir vielleicht einen Schmetterling auf dem Knöchel tätowieren, die Namen der Leute, die du getötet hast, in deine Zähne einmal. Versuch doch! Mal sehen, was sollst du da noch auf sie gehen? Zuhört, es gibt hier immer noch Leute, denen wir helfen müssen. Ich weiß nicht, was für Probleme sie haben, aber regeln sie die auf dem Festland. Und nein, du kriegst kein Tattoo. Kam mir das jetzt nur so vor oder war das ein bisschen durcheinander gerade? Naja, egal. Wir scheinen jedenfalls endlich da zu sein. Das wird wohl Dr. Sorkin sein. Dr. Harding, ach, Gott sei Dank sind Sie in Sicherheit. Ich habe mir große Sorgen gemacht, nachdem der Kontakt abgebrochen ist. Wir hatten einen ereignisreichen Tag, Dr. Sorkin. Jede Wette. Im ganzen Park sind Systeme ausgefallen. Saurier laufen frei herum. Wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Hey, keine Sorge. Wir sind hier draußen geografisch recht gut vom Rest der Insel abgeschnitten. Hier gibt es nur Pflanzenfresser. Was geht hier vor sich? Es gab ein paar... Komplikationen. Wer sind Sie? Der Gesichtsausdruck gerade war auch spitze gewesen, aber mal ehrlich, irgendwie war das Gespräch im Helikopter gerade ein bisschen durcheinander, oder? Also das mit diesem Schmetterlingstattoo, was Jess erzählt hatte, das stand irgendwie vorher schon mal da, als sie was ganz anderes erzählt hatte. Und das ist ja auch cool, schaut euch mal das Gesicht von ihm an, das gefällt mir auch sehr gut, wie er so schief guckt. Okay, wir sind hier, um Sie zu retten, wir sind die Besten der Besten der Besten! Ihr persönliches Rettungsteam. Zu Ihren Diensten, Ma'am. Ich bin Billy Yoda und das... Also, um das gleich klarzustellen. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Teil der Insel ist ziemlich abgelegen und sehr weit von den Raubsauriern entfernt. Ich bin hier sicher und muss nicht gerettet werden. Das ist keine gute Idee, Ma'am. Aber da Sie schon mal hier sind, könnten Sie damit anfangen, die Stapel an Ingenpapierkram einzuladen, die hier so viel Platz wegnehmen. Wir hätten das Zeug schon vor Monaten abholen sollen. Hören Sie, wir haben dafür keine Zeit. Sie steigen jetzt entweder friedlich in den Hubschrauber, oder ich schlag Sie persönlich K.O., fessel Sie und werf Sie rein. Wenn Sie mich anfassen, werde ich Ihren Arsch durch so viele Gerichte schleifen, dass Sie die nächsten Jahre Gesetzestexte lesen werden. Ja, wissen Sie was? Wenn uns das schneller von dieser Insel bringt, helfen wir Ihnen mit den Kisten. Wo sind Sie? Da drüben, am Lager. Na dann ran ans Werk! Du hast die Dame gehört? Hey, kann ich helfen? Ich glaube, Jess hat soeben jemanden gefunden, mit dem sie viel Spaß haben kann. Billy soll jetzt antworten. Die Unterschrift ist auch geil, sehe ich gerade. Tja, weiß nicht, ob du wirklich eine große Hilfe wärst. Ich will doch nur beim Tragen helfen und nicht irgendwelche Flüchtlinge einfangen. Bitte. Na gut. Bist du immer so eine Nervensäge? Nicht immer. Manchmal bin ich auch total zickig. Ist schwer vorstellbar. Ach ja? Warten Sie mal ab, was passiert, wenn es nicht bald was zu essen gibt. Ich könnte dir ja ein paar Dino-Burger besorgen. Ernsthaft? Beim nächsten Saurier, der mich fressen will, drehe ich den Spieß einfach um. Also ich meinte ja eigentlich Dr. Sorkin mit viel Spaß haben und nicht Billy, aber scheint auch zu klappen.